Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Zu der Tatooine-Kolonie. So, als allererstes gucken wir uns jetzt den Sauerstoff an. Oh, das sieht doch schon viel besser aus, ne? Weiß jetzt nicht, wieso. Er hat keinen Strom, alles klar. Jetzt ist aber Nacht, wird die Batterie aufgeladen. Durch unser Schneckchen. So, machen wir das mal so. Und hier stelle ich mal ein Elektroschnecke, ne? Elektro. Steckschnecke. Was ist jetzt da der Unterschied? Machen wir mal beide rein. So. Ja. Und das bitte von unten weiterbauen. Wenn es möglich ist. Hier ist bestimmt super warm auf der Seite, oder? Ja, geht noch, ne? Können wir dann so bauen. Hier ist Wasser. Ich baue das ruhig auch weiter. Ist da hinten. Ich hoffe nur, wird es nicht zu kalt. Da machen wir dann lieber so. Und das machen wir weg. Zumindest bis dahin und das bis dahin. Und bauen da auch isolierte Ziegel hin. Ich will ja nicht, dass mir meine Deckschnecken nachher noch ersticken. Nee, warte. Doch. Nee. Das weg. Warte. Das weg. So, dann können die... Können sie eben nicht. Doch, von da aus können sie hier oben bauen, ne? Oder? Wenn ich das weggrabe, kann die von da das weg machen. Und das ist ja erstmal egal. Die können ja auch hochhüpfen. Ja. Ich denke mal, dass das so in Ordnung ist. So. Das war das. Dann müsste ich noch planen für diese Jungs. Wir brauchen nämlich in absehbarer Zeit ja. In absehbarer Zeit brauchen wir Schutzanzüge. So, wie viel sind das? 21. Okay, ja, spielt ja erstmal keine Rolle. Ich hätte zwar am liebsten hier in der Mitte, also immer so in dem Abstand hier, ja, Leitern, aber das geht ja hier jetzt nicht wegen unserem Essensraum, ne? Warum zum Geier wird hier nicht, also hier dürfen gerne, wie heißen die? Sweepels rein. Ja, mach ruhig auch mal eine Sweepel-Larve. Mal gucken, was passiert, wenn ich die da reinmache. Laufen hier welche rum? Da unten. Können wir die direkt mal einfangen? Hier einfangen. Tschüpp. Und bringt die dann ruhig da oben hin, ne? Mal gucken, ob die uns dann helfen. So. Weiter geht's im Text. Ja. Den Essensraum könnten wir eigentlich nach da hinten verlängern, oder nicht? Ja, doch schon. Bedeutet. Plan das mal ein. Bis dahin und du auch bis dahin. Dann kommt da. Isolierte Ziegel hin, ich muss gucken. Es ist hier warm. Hm, ja. Machen wir das so. Nicht so, sondern so. Und hier hoch. Dahin und dann so. Entschuldigung.
Aber das lässt sich bei mir nicht vermeiden, dieses Geräuspere. So, ja. Dann könnten wir nämlich hier mit Leitern weitermachen. Ungefähr da würde ich dann mit Leitern weitermachen. All the way down. Keine Ahnung, wohin das uns führt, aber wir müssen jetzt expandieren. Es führt kein Weg dran vorbei. Was eigentlich? Achso, das war das Uran, ne? Das haben wir ja dann gut umgangen, wenn wir das so machen. So, den will ich gerne dann zerlegen. Ach, da bin ich das gerade so sehe. Also den können wir ja auch noch durchstöbern. Aber wir haben doch schon irgendwo was durchstöbert. Da. Schau mal hier. Eine Datenbank. Rohdaten, die zur Datenanalyse, Forschungspunkten verarbeitet werden können. Da, was brauche ich dafür? Datenanalyse, Forschungspunkte. Können an der Forschung... Nee. Datenanalyse, Forschungspunkte. Wo steht das denn? Datenanalyse, Forschungspunkte. Steht hier aber nichts weiter drin, ne? Ja, Trikot. Wollte ich jetzt nicht. Wohl, das ist ja das Nächste. Den Raum müssen wir auch noch planen. Und die sind bei, ich glaube, 30 bis 90 Grad. Jetzt schauen wir uns das mal an hier so. 33, 29, 34. Hier ist schon wieder kälter. Das wird nichts bringen. Ich könnte die, wenn dann... Ja, was ist denn hier? Hier ist noch ein Vulkan. Das könnte... Das kann man ja ganz einfach testen. Wir gehen hier auf Priorität. Dann gehen wir hier auf Alarm. Machen das so. Und jetzt kann ich da gucken. Verschmutztes Wasserschlot. Ist ja erstmal nicht so verkehrt. Wo war er da? Verschmutztes Wasserschlot. Hier haben wir... Ja, ein verkeimtes Wasser. Aber wenn wir nur verschmutztes Wasser haben, das würde dann bedeuten, wir könnten... Aber das ist ja Blödsinn, ne? Verschmutztes Wasser ist ja auch heiß. Also macht das wiederum gar keinen Sinn. Wo plane ich denn jetzt unsere... Hier, da. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. 35 bis 90 Grad. Okay, also wo es richtig heiß ist. Dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? 40 Grad. Das ist ja nicht unbedingt super heiß. Da sind es 38, 30. Hier haben wir 60 Grad. Oh, aber da sind wir so weit am Rand. Was haben wir hier? 42 Grad. Eieieiei. Das ist verschleimt? Ja, 46 Grad. Ja, was soll ich sagen? 38 Grad. Wir werden das wahrscheinlich hier irgendwo hinbauen. Das Wasser hier wird auch immer mehr. Habe ich so die Befürchtung. Grad. Du, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das schon Magma? Und wir haben gar kein Öl bei uns hier auf der Karte. Och, das ist aber echt bitter. Stopp. Pflanzen sind gestorben. Ich glaube, es geht los. Spindeldürre Dingensbums. Ja, das sind die hier oben, ne? Ach, bei der Wasser steht oder was? Och, komm. Ja, klar, aber das Wasser kommt von oben ja immer nach. Da kann ich nichts gegen machen. Und dann wisch das mal schnell weg, das auch. Ja, wischen. Das andere nicht. Das soll bitte schön auf 5 bleiben hier so. Nein!
5. So. Das hier bitte auf 5. Und nicht alles auf 8. Was soll denn das? Was machst du denn hier? Nein. Da drauf soll keiner schlafen. Ich hab die überall nicht eingestellt, oder? Ja, das Wasser kommt jetzt. Und wo kommt das eigentlich? Von hier? Ja, dann. Herzlichen Glühstrumpf. Na, dann brauchen wir das auch nicht mehr bauen. Das ist ja witzig, oder? Nein, das ist nicht witzig. Das ist... Ja, ich weiß. Die Pflanzen sind gestorben, weil hier Wasser steht. Weil hier nicht weitergebaut wird. Komm. Dann können sie das doch bitte schnell bauen. Dann läuft das Wasser nämlich hier runter in den großen Bottich da unten. Läufst du denn hier mit dem Luftballon rum? Ist das eine Stressreaktion? Oder was? Aber mit dem Luftballon rum. Wer ist denn das? Stopp, wer ist das mit dem Luftballon? Barney. Barney. Also nicht der Barney von... Wie heißen die noch? Familie Feuerstein? Jetzt habe ich schon wieder keinen Strom. Warum nicht? Aber die Steckschnecke da wahrscheinlich unten gehangen ist, statt oben. Nee, warte. Den nicht. Weil der soll noch gebaut werden. Machen wir mal ein bisschen schneller. So. Der kann ja von unten gebaut werden. So, jetzt laden die uns hier im besten Falle. Ja, so ein bisschen. Wir haben allerdings auch jede Menge Stromabnehmer. Was ich nicht gut finde. Aber es ist, wie es ist. So. Blödsinn. Hm, alles klar. Gut, gut. Wieder mal in die Hose gegriffen. Schon wieder falsch gemacht. Eigentlich. Warte. Brich das nochmal ab. Und grabe zuerst oben. Das geht einfach viel schneller, wenn ich das so rum mache. So. Ja, siehst du? Wie schnell das geht. Statt wenn die hier bauen. Haben wir denn überhaupt noch Erde? Ja, 23 Tonnen. Sollte also reichen. So, da noch wischen. Hier komplett alles wischen. So. Jetzt kannst du gerne den Rest hier ausbuddeln. Der kann auch weg. So. Wischen. Wischen, wischen, wischen. Wischen, ganz wichtig. Jetzt ist unser Sauerstoff schon wieder... Ich wollte schon ein böses Wort sagen. Warum? Der steht auf 9. Und ich habe doch jetzt nicht so viele Sachen verteilt, dass unser Sauerstoff komplett weg ist. Ja, aber er ist weg. Hier wird nichts gemacht. Ach, kein Strom. Ja, dann kann das nicht funktionieren. Also, fangt mal bitte noch ein paar von denen hier ein. Einfangen. Immer noch mehr? Da waren doch noch mehr. Einfangen. Alles geht schief bei mir. Ist normal. Ich weiß gar nicht, warum ich ein Let's Play angefangen habe. Aber kann ja auch lustig sein, ne? Wenn mir alles schief geht. So,
So, kann bitte jemand hier ganz schnell, sagen wir mal, ich mach das mal auf 9 und einfangen. Ja, mache ich auch auf 9. Den da oben. So. Schauen wir mal bei Prioritäten, ob das auch so richtig ist. Nö. Anfang macht er keine Prioritäten mit. Das ist doof. Schauen wir mal hier nach. Nicht Klempner, Farmer. Landwirtschaft, Viehzucht. Dann machen wir jetzt mal. Falsche Richtung. Viehzucht und Landwirtschaft machen wir mal runter. So. Fängt er die jetzt ein? Nee, macht er nicht, weil es ist schon wieder Schlafenszeit. Und da nützen die mir nichts. Der hier oben macht ein bisschen Strom, ne? Ja. So, wie sieht der eigentlich aus? Wie der aussieht, weiß ich. Nein, wie... Wild, hungrig, glücklich. Hungrig. Da war da was, ne? Das hier. Das kann ich jetzt rausnehmen. Dann nochmal... Was haben wir gesagt? Kobalt jetzt, ne? Einstellen. Nur beim Aufräumen. Sonst packen die das immer wieder da rein. Aha. Okay, jetzt essen die da. So. Das ist schon mal gut. Dann würde ich das hier gerne mit 6 gemacht haben. Mit der 6er Priorität. Falls nicht, falls ihr jemand um die Ecke denkt. Nee. So. Okay. So. Okay. Ja. Ja, ja. Na, schon wird gebaut, ne? Ja, 5 macht hier keiner was. So, jetzt sind es 4 Tierchen. Die sollten doch die Batterien über Nacht voll bekommen. Hoffe ich doch. Ich dachte schon, es wäre veredeltes Kobalt. Ne, es ist Kobalterz. Alles gut. So, wo läuft das jetzt hin? Ja, da runter. Hey, gut, aber da können wir jetzt ja wischen, glaube ich, ne? Wischen. Dann wische ja mal hier so, ne? Zu viel Flüssigkeit. Echt? Wie viel haben wir denn hier? Oh ja. 300 Kilogramm ist echt zu viel. Dann, ja. Ich gehe mal bis dahin. Mehr kann ich jetzt da nicht tun. So. Bitte wischen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Es sind 4 Stück. So. Bekommen die das voll? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, das sind noch viel zu wenige. Mann. Hier
geht auch keiner mehr drauf. Wie sieht's denn? Aha. Es wird wieder Sauerstoff gemacht. Das ist sehr seltsam. Mal wird was gemacht, mal wird nichts mehr gemacht. So. Jetzt hatte ich eine ganz verwegene Idee. Hier eine Pumpe reinbauen. Hier sind ja Keime drin, ne? Da. 5000 Keime. Okay. Eine Pumpe, die dann Sauerstoff erzeugt. Und über dem Sauerstoffgenerator würde ich dann... So, kann hier jemand bitte mal einen Bioscan abschicken? Hier, der schicke Anzug. Wer kriegt das? Unser Tommy. Was haben wir hier? Warme Weste. Noch eine Datenbank. Echt, wenn ich nur wüsste, wie man die benutzt. Hier oben haben wir. Datenbank, Spind. Datenbank. Warme Weste. Datenbank, Kühlweste. Ach, Kühlweste, warte. Hier sind es 100 Grad. Das ist zu viel. Das ist einfach viel zu viel. Ich glaube nicht, dass das was wird. Und wird jetzt hier nicht wieder Strom gemacht? Er steht schon auf 9. Gibt so viele Aufträge mit 8. Nee, gar nicht. Ja, doch schon, aber warum stehen die Bänke da auf 9? Das weiß auch kein Mensch. 8, 8, 8, ja, das ist alles okay. Was ist das denn? 5. Nee. Abbrechen. Was? Wischauftrag, ja. Kommt da kein Mensch dran. Also, uns fehlt Strom. Wie sieht sauerstofftechnisch aus? Kein Strom. Also fehlt uns definitiv Strom. Ja, über Nacht haben wir immer ein bisschen Strom, dann machen die auch Sauerstoff. Aber das wird wohl nicht ausreichen, ne? Das, ja, sieht nicht sehr, sehr gut aus. Wir brauchen ja auch tagsüber Strom. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, es geht los. Wie habe ich denn das geschafft? Hier kann man ein paar Sachen zerlegen. Also das kann man zerlegen. Das hier kann man zerlegen. Das kann man zerlegen. Und kommen wir den noch weg. Dann kann hier mal wieder ein bisschen gebaut werden. So. Strom. Ist noch ein bisschen da, ne? Aber ganz wenig. Und keiner geht hier auf das Hamsterrad. Generator inaktiv. Warum ist der inaktiv? Hä? Batterieladeschwelle bei 20%. Ja, die sind noch 120%. Ach du lieber Gott. Das wird noch was. Ach, ich wollte hier noch ein paar Blümchen einpflanzen. Warte. Nee, 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 die nicht. Nimm den. Und hier auch. Ich brauche mehr Dekor. Ne? So. Dann können wir das mal bis da hinten durchziehen. So. Machen die Tierchen jetzt was? Ich weiß es nicht. Die brauchen Schwefel zum Überleben. Schwefel haben wir 5 Tonnen. Das ist nicht die Welt. Wo zum Geier wollte ich jetzt? Ich grab jetzt hier einfach weiter. So. In die Richtung, ne?
Irgendwann wird sich das ja wohl aufwischen lassen. Na, dann haben sie aber nur zu tun mit Aufwischen. Wie sieht's aus hier mit Keimen? Ja gut, das Wasser war schon verschmutzt. Gebe ich zu. Aber wie gesagt, Sauerstoff produzieren und dann Lufterfrischer daneben bauen, damit der Sauerstoff gereinigt wird. Aber wohin mit dem Ding? Der erzeugt ja auch wieder Wärme, ne? Und da sind wir wieder bei dem guten alten Thema Wärme. Wenn ich jetzt hier eine Leiter runterbaue, ich glaube, das ist nicht gut, ne? So, das sollte unser Tank werden. Hier wird nichts weitergebaut. Warum eigentlich nicht? Ich verstehe es nicht. So, ich gucke mir das Ganze nochmal an. Für euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns dann morgen und tschüss.